Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis. Heute geht es weiter mit Kapitel 14. Wir sind immer noch im Themenblock rund um die Prinzipien der Funktionalanalysis und heute geht es namensgebend weiter mit dem Satz von der offenen Abbildung. Und ich muss ein wenig vorwarnen. Der erste Teil des Kapitels ist ein wenig technisch. Der zweite ist dafür umso schöner. Na, also alles wie immer, ein bisschen saurer Apfel, dafür sehr schöne Anwendung. Jetzt mittlerweile wirklich sehr schöne Anwendung. Wenn wir übrigens den Teil 4 komplett fertig haben, sind wir mit der Hälfte tatsächlich des Kurses durch, habe ich gesehen. Ich habe nämlich noch zwei Kapitel eingefügt zu Faltung, Fourierreihen und Dirac-Folgen, sowie zum Weierstrasschen Approximationssatz, weil ich habe gesehen, auf lange Sicht komme ich ohne nicht aus. Das heißt, ich schiebe es lieber vor der Hilbertraumtheorie ein, beziehungsweise es gehört ein bisschen zur Hilbertraumtheorie, weil in Hilberträumen kann man viel über die Fourier-Abbildung machen und deswegen werden wir uns dann damit ein bisschen beschäftigen. Das sind dann die Kapitel 20 und 19, die dann noch vorgeschoben sind. Aber Näheres könnt ihr der Website entnehmen. So, was machen wir heute? Wir machen den Satz von der offenen Abbildung. Nicht nur, wir machen auch Anwendungen davon, weil da gibt es noch ein paar schöne Spezialfälle, ein paar schöne Folgerungen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, was der Satz von der offenen Abbildung ist, müssen wir uns erstmal einen Eindruck davon verschaffen, was überhaupt eine offene Abbildung ist. Und dafür brauchen wir zunächst mal diesen Begriff. Ne? Gerade hat er funktioniert. Ich habe ja nämlich so einen Pointer liegen. Der scheint mal zu funktionieren, mal nicht. Ich war nicht drin geklickt. Okay, jetzt funktioniert er. Ja. Also dafür nehmen wir uns jetzt folgende Definition her. Wir nehmen uns metrische Räume. Wir sind also auf einer ganz niedrigen strukturellen Ebene. Wir brauchen nur eine Metrik. Und dann heißt eine Abbildung offen, wenn jede offene Menge diese Eigenschaft auch ein Bild erhält. Das heißt, wenn für eine offene Menge D in M auch die Bildmenge F von D dann in entsprechend im Bildraum N offen bleibt. Die Definition hängt überhaupt nicht von der Metrik ab in dieser Funktion oder in dieser Variante. So wie sie dasteht, kann man das auch für topologische Räume definieren, weil da ist Offenheit ist immer eine topologische Eigenschaft. Die äquivalente Charakterisierung, die wir jetzt haben, die benutzt so ein bisschen die Metrik, weil da brauchen wir quasi die Delta-Umgebung und die Epsilon-Umgebung. Da steckt natürlich versteckt die Metrik drin. Und zwar ist diese Eigenschaft, dass zu einer offenen Menge die Bildmenge offen sein soll, äquivalent zu der Bedingung, dass wenn ich einen X aus meinem Urbildraum nehme, einen Epsilon davon nehme und die Epsilon-Umgebung von dem X in die Funktion stecke, dann lande ich in der Delta-Umgebung des Bildpunktes. Na, also zu einer offenen Umgebung ist die Bildumgebung auch offen für geeignetes Delta. So ein Delta finde ich halt immer. Das ist eine offene Abbildung. Damit wir da so ein bisschen mit arbeiten können, brauchen wir so ein paar kleine Bemerkungen und so ein paar kleine Beispiele sozusagen, damit wir dann auch wirklich was da rausholen können. Das Erste, was wir sagen können, ist, dass in einem normierten Raum instinktiv gilt, dass die Epsilon-Umgebung von X nichts anderes ist als der Punkt X als Mittelpunkt und draufgerechnet die Epsilon-Umgebung um 0. Und die Epsilon-Umgebung von 0 ist nichts anderes als Epsilon mal die Einheitskugel. Das ist ein einfacher Transformations- bzw. Translationssatz, weil man macht nichts anderes, als diese Umgebung wirklich zu verschieben. Ne? Und da die Dinger alle affin invariant sind, ist das relativ simpel zu sehen. Wie gesagt, in einem normierten Raum deshalb, weil wir die Norm der Kugel brauchen. Mit dieser Geschichte können wir dann also formulieren, ein linearer Operator von x nach y, wenn das normierte Räume sind, ist genau dann offen, wenn es ein Delta gibt, sodass die Einheitskugel in x auf eine offene Delta-Kugel in y um 0 abgebildet wird. Ne, das ist dann durch diese Verschieberei gerechtfertigt. Das behalten wir schon mal grob im Hinterkopf, das werden wir an zwei, drei Stellen brauchen. Und aus dieser dritten Eigenschaft hier unten, also aus Formel 3 sozusagen, der Existenz dieses Deltas, daraus folgt jetzt 14.2c. Wenn wir eine lineare offene Abbildung haben, dann ist die stets surjektiv. Und das beweisen wir jetzt mal eben. Das ist auch relativ schön gemacht, ne? Also da brauchen wir jetzt nicht lange für. Aber das ist so eine Bemerkung, die folgt halt nicht durch irgendwie nur rumtranslatieren von Umgebungen. Das heißt, hier machen wir schon mal ein paar Zeilen Beweis auf. Also zunächst, was haben wir? Wir haben eine offene Abbildung. Ne, das ist eine der Voraussetzungen, Linearität und Offenheit. Also F ist offen. Also F sei unsere Abbildung natürlich. Ne?
F ist offen, das heißt nach Definition erstmal knüppelhart, für jedes Epsilon größer 0 gibt es ein Delta größer 0, sodass F von U Epsilon im Raum X von X gerade eine Obermenge ist von U Delta Y von F von X. Das ist erstmal nur die Definition hingeschrieben. Und jetzt verwenden wir diese Bemerkung über die Verschiebungseigenschaften dieser Epsilon-Kugeln. Es ist jetzt nämlich folgendermaßen: U Epsilon von X in X ist nichts anderes als X plus Epsilon mal U1 von, von 0. Ja, wofür haben wir ein Radiergummi, ne? U1 von 0 im Raum X. Ne? Das ist sozusagen eine der Geschichten. Und jetzt kann ich hier das F drauf werfen. Ja, dann habe ich F von U Epsilon X von X. Das ist dann natürlich auf dieser Seite F von X plus Epsilon U1 X von 0. Und jetzt war F ja linear. Das war die zweite Voraussetzung. Offenheit war die erste, Linearität die zweite. Das heißt, das ist nichts anderes als F von X plus Epsilon mal F von U1 X von 0. Und das ist jetzt eine Obermenge von F von X plus U Delta Y von 0, ebenfalls auch nach dieser Bemerkung. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Schreibplatz schaffen schon mal im Voraus. Das ist es. Also damit steht es da, weil damit kriege ich den ganzen Raum. Und wenn ich das Epsilon jetzt quasi beliebig mache, es ist ja beliebig groß, dann mache ich es einfach so groß, dass ich den ganzen Raum einfange und dann habe ich hier den ganzen Raum stehen. Also aus dieser Geschichte folgt dann die Behauptung. Gut, übersichtlich wird es leider nicht weitergehen. Zumindest nicht kurzfristig. Hinterher schon. Aber jetzt kommen erstmal so ein paar technische Geschichten. Was möchten wir jetzt damit erstmal machen? Wir möchten jetzt angucken, wie sich so offene Umgebungen und offene Abbildungen sozusagen unter Quotientenbildung verhalten. Und das macht Bemerkung 14.3. Und das sagt folgendes: Wenn wir uns x normiert nehmen wieder und einen k-Vektorraum daraus basteln, also x einen k-Vektorraum mit Norm entsprechend, und wir nehmen uns einen Unterraum, v, dann ist die Quotientenabbildung, die einem Vektor in x einen Vektor in x modulo v zuordnet, linear. Und es gilt, wenn ich die Projektion oder diese Quotientenabbildung auf die Einheitskugel in x rauslasse, dann ist das die Einheitskugel in dem Quotientenraum. Und der Quotientenraum, der ist natürlich wieder so gebastelt, wie wir das schon im Kapitel 3 bei den LP-Funktionen gemacht haben. Das ist einfach im Wesentlichen, man nimmt den Kern raus, wenn man so möchte. Wir werden das jetzt gleich auch ein bisschen grafisch klarer machen. Zunächst mal, was wir nicht zeigen müssen, ist, dass diese Abbildung linear ist, weil Quotientenbildung ist eine lineare Geschichte. Ne, ich kann an der Stelle brauche ich nicht viel dazu sagen, weil was muss man nachweisen? Man muss nachweisen, dass ich Skalare rausziehen kann und dass ich Additionen rausziehen kann. Und ich glaube, das haben wir in Kapitel 3 entweder sogar gemacht oder in Kapitel 3 war es wieder eine Aussage der Marke, sieht man. Nun, das ist bei Projektionen wirklich relativ schnell gesehen. Also, was muss man im Wesentlichen noch zeigen? Wir müssen zeigen, dass die Einheitskugeln aufeinander gehen. Und das machen wir jetzt. Beweis von Bemerkung 14.3. Ob man es jetzt übrigens Bemerkung nennt oder Lemma, ist es immer so eine gewisse Geschmackssache. Ich fand es jetzt für ein Lemma noch nicht groß genug. Ne? Also wir machen uns zunächst mal so ein kleines Bildchen. Daran werden wir gleich ein bisschen arbeiten. Das hier ist unser Unterraum V. Da ist irgendwo die 0 drin, das ist ja ein Unterraum. Und jetzt können wir hier oben schon mal eintragen, wie unsere Projektion aussieht. Das ist in unserem Bild halt eine parallele Gerade. Das ist sozusagen PV, wenn man jeweils die Quotientenbildung betrachtet. So, wie gesagt, Linearität ist klar. Und jetzt müssen wir uns den Rest wählen. Jetzt wählen wir mal ein Q, und zwar aus der Projektionsumgebung. Projektion deshalb, weil diese Quotientenbildung eigentlich nichts anderes als eine Projektion ist. PU1x von 0. Und dazu wähle ein x, und zwar aus U1x von 0.
mit Px gleich Q. So, das müssen wir jetzt mal ganz kurz sozusagen ja, verdeutlichen. Also klar ist, durch die Linearität der Quotientenabbildung geht die 0 sozusagen auf die 0 in Anführungsstrichen, ne? Und das heißt, wir haben hier im Wesentlichen so ein Parallelgebiet, so also ein Parallelstreifen. Und jetzt wählen wir einen Q aus der 1-Umgebung von x, aber in der Projektion. Also irgendwo hier. Das heißt, wir sagen jetzt zum Beispiel, hier liegt unser Q. Und jetzt finden wir dazu natürlich ein x in U1 von x0. Das ist dann natürlich hier unten, sodass gerade Q die Projektion dieses x ist. Zack. So sieht es also aus bisher. So, jetzt wissen wir, U1x von 0, also die 0-Umgebung von der 1 in x, die ist offen. Das heißt, es existiert ein r größer 0, sodass x plus r U1 x0 gleich UR x von x. Ne, das ist diese Beispiel, diese Bemerkung 14.2a, ne, sodass ich die halt zusammenziehen kann. Und das liegt dann natürlich in U1 x von x. Ne, so. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass man hier ein R findet. So dass wir hier quasi drin bleiben in dieser Umgebung. So. Und dann ist auch klar, dass die UR von x-Umgebung, die hier steht, auch eine Teilmenge ist von U1 von x. Ne? Weil nur so bleibe ich hier in x plus R U1 von x0 in dem Gebiet, was mich überhaupt interessiert. So, wenn ich das habe, kann ich jetzt die Linearität der Projektion ausnutzen. Also Pi ist linear. Der Quotientenabbildung. Ich mische Quotientenabbildung und Projektion ein bisschen. Das muss man eigentlich genauer auseinanderhalten. Das ist aber schwierig, wenn man weiß, was hinterher noch kommt. Also die Quotientenabbildung ist ja eigentlich, nichts anderes als die Abbildung, die quasi einen Vektor x auf x ohne den Kern unter einer bestimmten Abbildung zuordnet. Und das können wir unter gewissen Umständen eben grafisch als Projektion interpretieren und deshalb ist es sprachlich leichter von der Projektion zu sprechen als von der Quotientenbildung. Man muss aber immer im Hintergrund haben, dass wir damit wirklich die Quotientenbildung meinen, wie wir sie in Kapitel 3 haben. Ich gucke das auch gerade gerne nochmal nach, weil ich habe es ja mal irgendwann geschrieben. Da haben wir es nämlich. Na, also wir hatten das schon mal so ungefähr, dass wir halt hatten, okay, wir nehmen uns den Kern, das heißt alle x aus e, sodass die Norm entsprechend 0 ist und den dividieren wir raus, indem wir sozusagen diese Äquivalenzklassen einführen. Und das machen wir hier auch. Nur grafisch ist das eine Projektion. Ne? Und damit kann man grafisch leichter arbeiten, man muss aber immer im Hinterkopf behalten, dass wir auf Äquivalenzklassen operieren letzten Endes, die aber den ganz normalen Verknüpfungsgesetzen wie in 3.9 unterliegen. Und da haben wir uns auch schon gespart, das zu zeigen, aber das ist tatsächlich wirklich nicht dramatisch. Gut, und so ist eben das Pi hier auch gemeint, nur wenn ich halt von Projektion spreche, meine ich das einfach grafisch. Es ist manchmal ein bisschen anschaulicher. So, wenn Pi linear ist, dann können wir jetzt natürlich gucken, was macht das ganze Ding auf dem UR von x. Dann können wir folgendermaßen schreiben: UR x von Q. Das ziehen wir jetzt wieder auseinander mit der Bemerkung. Das ist Q plus R mal die U1-Umgebung in Q von 0. Na, so ist das Ding gebaut. Und wenn ich jetzt das Ganze sozusagen habe, dann lande ich jetzt im Q ist ja quasi mein PV, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und dann lande ich sozusagen hier in der R-Umgebung drin. Ne? Also da würde ich jetzt, sag mal in der gleichen Farbe, würde ich jetzt hier auf auf diese R-Umgebung projizieren. Das heißt, ich bleibe hier sozusagen in dem Ding. Jetzt ist Q
aber ja nichts anderes als die Projektion von x. Und das Ding hier ist dann natürlich nichts anderes als Pi mal die Projektion, also die Projektion von u1x von 0. Weil genau das tut ja diese Quotientenbildung. Sie nimmt sich das in x und schiebt das auf q rüber, indem sie einfach den Quotienten rausdividiert. So, und das kann ich jetzt mit der Linearität natürlich noch zusammenziehen. Das heißt, ich lande bei Pi von x plus RU1x von 0 und das ist natürlich nichts anderes als Pi von, und jetzt schieben wir es wieder zusammen, U1x von 0. So, und das heißt, Pi ist offen. So, und jetzt haben wir eine lineare offene Abbildung, die ist surjektiv und damit folgt die Gleichheit. Also damit folgt dann Gleichheit und zwar aus 14, 2, ups, c. So, also nicht verwirrt sein, wenn man jetzt diese Quotientenabbildung und die Projektion wirklich nicht ganz auseinanderhalten kann. Denkt euch die Quotientenbildung einfach immer als die Projektion auf den Quotientenraum. Da kann man mit arbeiten, grafisch. Da kann man sich die Beweise visualisieren und dann kann man anhand der Skizze quasi rumgehen im Beweis. Das haben wir jetzt ja hier gemacht. Die Skizze ist natürlich eine generische Situation, die aufs Bild passt. Und dementsprechend müssen wir halt so, können wir uns das so vorstellen. Gut. Jo. Das wäre der Beweis von 14.3 war das, ne? Mal gucken, wie lange wir schon reden. 17 Minütchen, na gut. Dann machen wir, würde ich sagen, einfach mal weiter. Was können wir damit jetzt machen? Wir können mit diesem Resultat eine Operatorzerlegung vornehmen. Diese Operatorzerlegung werden wir aber nicht beweisen, weil der Beweis ist ein topologischer Beweis. Und den könnt ihr in der entsprechenden Literatur finden. Und zwar funktioniert das im Wesentlichen mit einer speziellen Topologie. Ich sage da gleich ein bisschen mehr zu, wenn wir das Diagramm haben. Also das ist dieser Satz 14.4. Wir nehmen uns zwei normierte Räume xy. T soll ein stetiger Operator sein und dann definieren wir T-Hut als diese ganz normale Operatorzerlegung sozusagen auf den Kern. Also auf den Quotientenraum, wo der Kern von T rausdividiert wird. Das heißt, es ist einfach definiert auf x modulo den Kern von t und schießt weiterhin nach y. Und den definiert man einfach, indem man t-Hut von x-Hut gleich tx setzt, wobei wobei das x-Hut einfach die Projektion px ist. Und dann ist dieses t-Hut zum einen wohl definiert. Wir können t schreiben als t-Hut nach der Quotientenabbildung bzw. nach der Projektion. Es ist injektiv, also das t-Hut selbst. Und die Bilder sind gleich, also R von T Hut ist gleich R von T. Und T Hut ist stetig, genau dann, wenn T stetig ist. Und das kann man sich folgendermaßen visualisieren, wenn man es als Diagramm liest. Und zwar haben wir hier einmal den direkten Fall. Wir haben ja T in L von XY, das heißt, der überträgt X sozusagen direkt in Y. Wenn wir jetzt die Quotientenabbildung Pi auf das X loslassen, dann landen wir erstmal im Quotientenraum X modulo N von T. Das ist hier unten. Und von diesem Raum x-Hut kommen wir dann mit t-Hut wieder nach y rüber. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise sozusagen den Operator zerlegen in einmal eine Projektion bzw. eine Quotientenabbildung und einmal einen weiteren Operator. Und das ist die Operatorzerlegung, die man meint. Und das beweist man im Wesentlichen, indem man sich die Identifizierungstopologie bezüglich f auf x anguckt. Und daraus mit dem Satz über die Identifizierungstopologie die Aussage folgert. Das steht in zum Beispiel Botho von Querenburg, Mengentheoretische Topologie. Das ist, so habe ich es zumindest im Skript vermerkt. Da kann man das Ganze in Ruhe nachlesen. Man muss natürlich für die Identifizierungstopologie ein bisschen mehr Topologie machen. Das will ich aber bewusst aus dem Funktionalanalysiskurs an dieser Stelle raushalten. Dafür gibt es dann eigene Topologievorlesungen und man kann es auch einfach mal glauben an dieser Stelle. Weil, wie gesagt, für die Identifizierungstopologie braucht man so eine halbe Vorlesung ungefähr. Gut, also mit dieser Operatorzerlegung im Gepäck sozusagen können wir weitermachen. Und
bereiten uns jetzt so langsam aber sicher vor, quasi den Satz von der offenen Abbildung hinschreiben zu können und beweisen zu können. Und dafür brauchen wir einen Begriff und ein bisschen technische Vorarbeit. Technische Vorarbeit im Sinne von zwei Lemmata, die ein wenig fummelig sind im Beweis. Also, zunächst einmal die Definition des Graphen eines Operators. Das ist relativ standardmäßig. Wir kennen Graphen aus der Analysis. Das ist einfach im Wesentlichen die Bildmenge aller Tupel xtx oder xf von x. Und genau so definieren wir den Graphen bei einem Operator. Wir nennen den wieder Gamma von t. Und das sind einfach alle Tupel xtx für x aus x. Und das ist der Graph. Jetzt ist es natürlich so, in diesen Bannerräumen oder in den abstrakten Räumen, in denen wir arbeiten, können wir die Dinge in der Regel nicht zeichnen. Aber wenn wir uns zurückziehen, zum Beispiel auf Operatoren, die nach R schießen, dann können wir natürlich uns darunter im Prinzip den ganz normalen Graphen vorstellen. Ne? Also das ist nichts anderes als die Definition, die aus der Analysis bekannt ist, nur in einem abstrakteren Grundrahmen. Und was dann natürlich sofort klar ist, ist Bemerkung 14.6, dass dieses Gamma von t nun Unterraum ist von x kreuz y. Und das ist sofort klar. Ne? Die 0 liegt drin, weil wenn ich t 0 nehme, muss 0 rauskommen, weil das Ding linear ist. Additivität ist auch klar durch die Linearität von t und dann ist es fertig, also folgt sofort aus der Linearität von t. Und dieses Gamma von t ist abgeschlossen genau dann, wenn für jede Folge xn in x, die gegen x konvergiert, und für die gilt txn konvergiert gegen y, folgt, dass y gleich tx ist. Ne, das kann man sich im Wesentlichen folgendermaßen vorstellen. Ich mache das mal ganz kurz. Grafisch, ich habe eine Folge xn, die konvergiert gegen x und ich habe txn konvergiert gegen y. Das ist sozusagen das, was hier, was wir als Voraussetzung hatten. Und jetzt möchte ich quasi, dass dieser Grenzprozess vom xn hier drauf übergeht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt txn habe, konvergiert das ja auch nur im Prinzip, wenn es stetig ist, der Operator, gegen t mal x. Und dann muss halt dieser Grenzwert hier, der muss halt gleich sein. Dann reden wir von einem abgeschlossenen Graphen. Das ist allerdings auch sofort klar nach Definition von Abgeschlossenheit. Ne? Also wenn ich das fordere, dann müssen quasi die Limiten gleich bleiben. Ne? Sonst kriegen wir keinen Abschluss hin. Weil sonst würde einerseits x zum Abschluss, sonst würde einerseits tx zum Abschluss gehören, aber y nicht, aber die Dinger konvergieren und dann hätten sie zwei Häufungspunkte und dann wären wir in einem Nicht-Hausdorff-Raum und das ist generell doof. So weit, so gut ungefähr. Also da brauchen wir nicht viel machen. Und jetzt kommen eben zwei Lemmata, die ein bisschen technisch sind. Das erste geht noch, das zweite ist ein bisschen länger. Macht allerdings den Beweis des Satzes von der offenen Abbildung richtig kurz. Also, Lemma 14.7. Das erste, was wir machen, ist, wir setzen zwei Vereinfachungen fest. Und zwar nennen wir die Einheitskugel in x, die offene Einheitskugel in x nennen wir u, die offene Einheitskugel in y nennen wir v. Das macht einfach nur die Notation ein bisschen einfacher. Und dann haben wir dieses Lemma. Wenn wir xy normierte Räume haben, dann ist auch klar, was u und v oder wo drin u und v die offenen Einheitskugeln sind. Und wir nehmen uns einen linearen Operator zwischen diesen beiden normierten Räumen. Und zwar der Gestalt, dass das Bild des Operators von zweiter Kategorie ist im Bildraum. Dann gibt es ein Delta größer 0, sodass ich den Abschluss des Bildes von u, also von der Einheitskugel in x, das ist dann eine Obermenge von einem Delta mal der Einheitskugel in V. Das muss man sich jetzt mal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Ich nehme das Bild von U unter dem linearen Operator, schließe es ab und dann liegt in dem Bild irgendwie die Einheitskugel von Y um den Faktor Delta gestaucht oder ein bisschen gestreckt, je nachdem. So, das heißt, das Bild von U im Abschluss kann nicht beliebig klein werden.
Ne, weil es muss dann halt immer so ein Delta V drin liegen. Und die Existenz dieses Delta V, die wird nur wichtig. Und das müssen wir jetzt beweisen. Und ich glaube, nach dem Beweis machen wir dann einen Cut. Ich mache mir gerade ein wenig Sorgen, weil mein Encoder meint, dass er ab und zu ein wenig Overload hat. Was eigentlich gar nicht sein kann. Naja. Man steckt nicht drin, ne? Also Beweis von Lemma 14.7. Also wie gesagt, wir haben U gleich U1x von 0 und V gleich U1y von 0. Dann können wir x erstmal schreiben als die Vereinigung von k gleich 1 bis unendlich. K mal die Einheitskugel. Ja, das ist so ein einfacher Trick wie in R auch. Da kann man sich ja als Einheitskugel quasi hier minus 1, 1 hinschreiben und dann ist R gleich die Vereinigung dieser Intervalle mit dem Faktor k gestreckt. So, das heißt, wenn ich jetzt das Bild von T ausrechne, dann ist das ja nichts anderes als T vom ganzen Raum x, also nichts anderes als die Vereinigung k gleich 1 bis unendlich T angewandt auf diese Kugeln KU. Jetzt müssen wir irgendwie ins Spiel bringen, dass wir vorausgesetzt haben, dass das Bild von T von zweiter Kategorie ist. Also R von T von zweiter Kategorie in Y. Das impliziert, es existiert ein n aus den natürlichen Zahlen, sodass T von NU abgeschlossen innen nicht leer ist. Weil würde das nicht existieren, wäre das Ding mager, kann also nicht von zweiter Kategorie sein. Jetzt können wir das wieder so ein bisschen standardmäßig umschreiben, indem wir sagen, okay, dann gibt es ein Y0 aus Y und ein Alpha größer 0, sodass V Alpha von Y0, also die Umgebung, die Einheitskugelumgebung sozusagen in Y in Y0 geschoben und mit dem Radius Alpha. Ne, also das Ding heißt jetzt einfach mal V Alpha und nicht U Alpha. Und das ist dann eine Teilmenge von exakt diesem TNU-Abschluss. Also T von NU abgeschlossen. So, das ist sozusagen die Voraussetzung. Jetzt haben wir das rausgezogen, was wir wissen wollen, aus der zweiten Kategorie. So. Und jetzt nehmen wir uns ein Y aus Alpha V. Und für diese gilt dann Y0 in T von NU quer. Ne, das haben wir hier oben stehen. Und die Addition, also Y plus Y0, die muss in T von NU quer ebenfalls liegen. Ne, weil so ist das Alpha gebastelt. Jetzt habe ich hier blöderweise keine Skizze zu. Also wir haben hier irgendwo unser TNU-Abschluss. Ich versuche das jetzt mal aus der Hand. TNU-Abschluss. Und da drin haben wir ja so ein Y0-Leben. Und um das Y0 gibt es eine Alpha-Umgebung, die heißt manchmal Epsilon-Umgebung. Ne? Also das ist einfach alles der gleiche bekannte Kram. So, und jetzt nehmen wir Y aus Alpha V. Alpha V ist ja einfach die Umgebung, ne, wo quasi die 0 haben. Und dann haben wir hier Alpha, und das Alpha muss natürlich gleich sein, haben wir hier quasi die Alpha-Umgebung drum. Und hier draus nehmen wir jetzt so ein Y. So, dann ist natürlich zum einen Y da, wo wir es hinkonstruiert haben, und zum anderen, wenn ich das Y auf das Y0 drauf addiere, jetzt müssen wir ungefähr uns mal hier vorstellen, hier ist ja so ein Vektor zwischen. Anschaulich. Das heißt, diesen Vektor kann ich hier abtragen. Und dann lande ich hier bei y plus y0. Und weil das eben in der Alpha-Umgebung von V liegt, in der V, Alpha V, also in Alpha mal der Einheitskugel, bleibe ich hier in der Alpha-Umgebung hängen. Ne, so können wir uns die Situation bildlich vorstellen, mal so ganz frei aus der Hand gezeichnet. Und ab hier können wir mit Folgen argumentieren. Ne, also diese Dinger liegen beide im Abschluss, also y0 und y plus y0. Das heißt, es gibt Folgen in diesem Abschluss, die dagegen konvergieren.
Ne? Das heißt, es existieren AJ, BJ in U mit NT von AJ konvergiert gegen Y0 und NT von BJ konvergiert gegen Y plus Y0. Nun, das ist jetzt einfach hingeschrieben, was diese Aussage hier bedeutet. Ne? Und die Folgen müssen natürlich so liegen, dass ich sie in T reinschmeißen kann. Ne? Das heißt, sie müssen in U liegen. Und U reicht uns, weil das N können wir durch die Linearität rausziehen. Ne? Das können wir immer so hin und her switchen. Jetzt kann ich die beiden Folgen sozusagen voneinander abziehen. Dann haben wir mit der Linearität hier das N ausgeklammert und hier drin bleibt stehen T mal oder T angewandt auf BJ minus AJ. Und hiervon kennen wir ja die Grenzwerte. Ne, das ist also nichts anderes als Y, was da rauskommt. Weil das BJ, das geht gegen Y plus Y0, davon ziehen wir minus Y0 ab, bleibt also Y stehen. Ne, für J. Ist natürlich nicht gleich, sondern es geht gegen Y für J gegen unendlich. Eieiei. Watch your indices. So. Jetzt waren aber ja U und V jeweils die Einheitskugeln. Das heißt, AJ und BJ können nicht weiter auseinander liegen als 2, weil die Maximalsituation in so einer Einheitskugel ist ja, dass mein AJ hier liegt und mein BJ hier. Nee, noch da drauf. Das heißt, hier ist gerade 1, hier ist gerade 1. Das heißt, maximal 2 im Abstand. Na, also nach Wahl der Folgen gilt Norm BJ minus AJ kleiner gleich 2. Nur weil wir eben in der Einheitskugel sind. Weil die Folgen leben ja in U. Und das heißt, das Y hier, das ist tatsächlich in T von. Und jetzt können wir das hier ein bisschen präziser machen. Wir können nämlich statt dem n noch eine 2 da reinziehen. Also 2nu. Und dann abschließen. Ne, weil das hier kleiner als 2 ist. Und dementsprechend haben wir Alpha V. Und da kommt das Y ja raus. Ist eine Teilmenge von 2nu. Ja, das Y haben wir aus Alpha V gewählt. Das liegt dann aber auch in T von 2nu abgeschlossen. Und da es beliebig war, ist dann die ganze Menge eine Teilmenge. Das ist ein ganz klassischer linearer Algebra-Schluss. Und jetzt nutzen wir nochmal die Linearität aus. Dann haben wir hier 2n mal T von u Abschluss. So, und jetzt müssen wir ja nur noch angeben, dass so ein Delta existiert. Ne? Setze nun Delta. Und jetzt machen wir einen ganz einfachen Taschenspielertrick. Setze nun Delta gleich 2n durch Alpha. Natürlich falsch rum, Alpha durch 2n. Weil dann ist Delta V nichts anderes als Alpha durch 2n V. Und das ist eine Teilmenge von, ja, Alpha V ist eine Teilmenge von 2n TU Abschluss. Das heißt, V ist eine Teilmenge von 2n durch Alpha Abschluss. Das heißt, 2n durch Alpha TU Abschluss. Und das ist nichts anderes als T von U Abschluss. Das heißt, mit diesem Delta funktioniert es und das existiert auch immer. Und da muss man halt die zweite Kategorie einschätzen. Das heißt, dieses Delta tut's und damit ist der Beweis abgeschlossen. Wie gesagt, a little bit technically, aber es geht. Ja, man kann das irgendwie durchsteigen, zumindest wenn man sich irgendwie so ein bisschen an dem Bild entlanghangelt. Ansonsten gilt bei solchen Beweisen ja eh immer mal 2 Nächte drüber schlafen und mal drauf gucken. Hilft meistens. Gut, das wär's für den ersten Teil dieses Videos. Beim nächsten Mal oder beim nächsten Teil geht's dann weiter mit noch einem technischen Lemma und darauf aufbauend dann den schönen Sätzen und den schönen Sachen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Lob, Kommentare habt, schreibt sie mir unten rein. Genauso, wenn ihr Fehler findet, schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich da über jede Art von Interaktion und insbesondere freue ich mich, wenn meine Fehler korrigiert werden können. Weil es bringt ja nichts, wenn welche im Video sind. Aber sie lassen sich meistens nicht vermeiden, weil ich merke sie nicht. Deswegen sind die ja immer so tückisch. Gut, in diesem Sinne, macht auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!